So, hier seht ihr ein Bild aus unserem Museum. Das ist ein älteres Bild von den ganz frühen Zeiten, wo unser Chokti noch ganz klein war. Und heute schaut unser Elefant so aus. Chokti in seiner vollen Pracht. Ja Leute, heute bin ich mit Jan unterwegs und Jan ist Hotelmanager im Centaura. Hallo alle zusammen. Hallo Herbert. Ja, grüß dich. Grüß dich. Wir kennen uns ja schon eine Zeit. Richtig. Wie ist eigentlich dein Aufenthalt? Super. Super. Sehr gut. Sehr zufrieden. Poolvilla voll in Ordnung. Sehr schön. Super Service. Sehr schön. Super leckeres Essen. alles superlativen. Und wie lange bist du eigentlich angereist? Das wollte ich gestern schon fragen. Wie lange war die Anreise von dir? Oh, war eine lange Anreise. Das also, habe ich schon gedacht. So circa 8,9 Kilometer. Ja. Aber kam ja auch nicht auf die Anreise an, sondern hier mal ein Wochenende zu verbringen. Richtig. Hat man ja schon lange geplant. Und, wir sind glücklich, dass du da bist. Okay, freut mich auch. Sehr gut. Wir werden euch heute ein bisschen rumführen im Hotel und werden euch auch ein paar Zimmer zeigen, sodass ihr mit unseren verschiedenen Zimmerkategorien seid. So, wir sind hier auf der ersten Etage und das ist der Irrgarten. Und zwar sind wir hier hinter dem Colonial Wing. Da ist dieser Irrgarten hinter diesem Colonial Wing. Und jetzt besichten wir das erste Zimmer. 258. Das gehört zu unserem Standard. Wenn das Housekeeping raus ist aus dem Zimmer, wurde das Zimmer desinfiziert und es darf niemand noch mal hineingehen, bevor der Gast eincheckt. Also Housekeeping raus, Roomservice darf nicht rein, der Bellboy darf nicht rein, nur der Gast. So, das ist jetzt ein Premium Deluxe Zimmer im Colonial Building mit Sea View. Das ist eine der kleinen Kategorien. Auf dem Balkon. Und von hier hat er natürlich einen tollen Ausblick, nicht aufs Meer, aber auf die wunderbaren Pflanzen. Und da hinten. Meer auf der Seite. Genau. Julian, viele würde es ja nun brennend interessieren, was so ein Zimmerchen kosten würde. Also das Premium Deluxe Zimmer, was wir gerade gesehen haben, ist 3.100 Baht ohne Frühstück und mit Frühstück 3.800 Baht. Es kommt auf die Saison drauf an und jetzt ist Nebensaison, jetzt sind diese Preise, so wie gerade gesagt. So, jetzt kommen wir in eine Deluxe Suite. Das ist die Ocean Suite. Jede Suite hat einen Namen bei uns und jetzt sind wir in der Ocean Suite. Der Vorderbereich, der Wohnbereich. Und Herbert läuft schon in das Schlafzimmer hinein. Ja, hier kann man bedenkenlos Suite sagen. Lass dich auch mal raus auf die Terrasse. Junge, Junge. Ja, die Terrasse hat schon eine gute Größe. Ja, doch, allerdings. Und hier hat man auch den guten Sibio. Nicht nur den seitlichen. Und da hat man noch zwei Stühle draußen. Und hier könnte Kai auch Hula Hoop machen am Morgen. Kein Problem. Ja. Jetzt ist es natürlich so, wir haben gerade Ebbe. Das Meer ist sehr stark draußen. Sonst wäre es viel näher dran, wenn wir jetzt gut hätten. Und das Zimmer würde zur Zeit, also wenn jetzt jemand reinlaufen würde, würde das 5.800 Baht kosten. Das ist inklusive Frühstück und inklusive Club-Benefits.
Und das ist alles nett. Also da ist keine Plus-Plus, Service Charge oder Tax. Das ist Nettpreis. So wie auch das andere Zimmer Nettpreis war. Wieder ein beleuchteter Kleiderschrank mit Tresor. Keuchspindel. Also unser Hotel hat drei Flügel. Wir haben den Railway-Flügel, den Kolonial-Flügel und den Garden-Flügel. So, jetzt sind wir im Garden-Flügel angekommen. Das ist der neueste Flügel vom Central. Ist zwar auch schon etwas länger, aber der neueste von allen dreien. Jetzt zeige ich euch mal ein Familien-Double-Double mit Pool-Terrasse. Also ein Familienzimmer, Double-Double. Das heißt, du hast hier zwei Queen-Betten und du kannst hier als Familie die Kinder im einen und das Ehepaar im anderen gut untergebracht werden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß die Kinder sind oder wie alt die Kinder sind. Aber die meisten Thailänder reisen jetzt viel mit Familien und das sind die Kinder in einem Bett und die Eltern dann im anderen. Ja, klar. Ja. Zeig dir das Bad noch. Da hast du dann den kleinen Walking-Schrank, wo du reinlaufen kannst und dann hier hast du dann die Bad. Oh, hier geht es dann zum Bad. Das sind die Terrassen, von da aus kommt man zum Pool. Ne? Das ist der Grund, warum es die Poolterrasse gibt, dass man zum Pool einfach über das kleine Gras hier direkt laufen kann. Und das ist dann der Gartenpool. Der Gartenpool belongt zum Gartenflügel natürlich. Jeder Flügel hat einen eigenen Pool. Und dieser hier belongt für den Gartenpool. Ja, praktisch direkt vom Zimmer. Richtig. Schon. Klasse. Und das ist dieser Pool, dieser Gartenpool ist in unserer normalen Zeit, wenn ich das so sagen darf, ist es der Silent Pool, also der Ruhepool. Das sind Kinder erlaubt, aber die müssen ruhig sein. Also hier hat man viele Gäste, die einfach nur lesen möchten und wollen ihre Ruhe haben. So ist der Silent Pool. Nun also zum kleinen Detail des Preises. Genau. Das Familienzimmer würde 4.100 Baht nett inklusive Frühstück kosten. Und hier sieht man auch nochmal die anderen, die gerade vor dem Garten lokiert sind. Und das machen wir nochmal. Also wenn du jetzt nochmal hier rüber schwenkst, siehst du noch die anderen Zimmer, die dann vor dem Garten liegen. Ja. Und hier drüben kommt die Dame vom Service. Und das ist dann der Hauptgarten. Da waren wir vorhin mit meinem großen Elefanten. Der ist eigentlich jetzt diese Richtung. Ja. Und da ist er. Kleiner Elefant. Ja, das ist eigentlich der Sohn. Also wir haben ja den Opa, den Sohn. Wir haben einen Enkel und einen Urenkel haben wir auch. Da können wir gerne später nochmal hinlaufen. Ich habe einen Baby-Elefanten genannt. Ja, wir nennen ihn Urenkel. Und endlich kann ich mal so eine Wendeltreppe hier ausprobieren. So, diese Zimmerkategorie gibt es auch nur in dem Gardening. Das ist eine Duplex-Suite, zwei Etagen. Der Wohnbereich in der ersten und der Schlafbereich in der zweiten Etage. Hört schon interessant an. Ja. Ganz tolle Treppe hier. Die fällt auch sofort die Treppe auf, wenn du reinkommst. Schauen wir erstmal hier unten. Überall diese wunderschönen alten Kommoden. Schrank. Das wird gerne genutzt für Gäste, die man hier unten im unteren Bereich begrüßt. Oder manchmal hat man auch Kinder, die im unteren Bereich auf dem Extra. Mal unterwegs zum oberen Bereich. Schon ein bisschen mit Sport verbunden, wenn man zum Schlafzimmer hoch möchte. Ist ja riesig. Ja, und dann hat man hier ein Badezimmer.
Flieger war, da war ein Waschbecken. Also, das könnte mir schon gefallen, hier sitzen und dann beobachten, was da draußen los ist. Also da die Fenster sehr hoch sind und die Vorhänge dazu haben wir die ganze auf elektrisch. Also es gibt zwei, Daylight, Tageslicht, Vorhang und dann haben wir dann auch für die Nacht, dass du gut schlafen kannst und dann auch noch den Dingvorhang, sodass dann auch wirklich dunkel ist im Zimmer. Wow. Also, gute Nacht, Herbert. Schlaf gut. Ja, sehen uns dann morgen. Ja, bis morgen. Also, alle Zimmer im Centaura haben eine Terrasse. So, das ist die von der Duplex Suite. Auch wiederum zum Gartenpool. Und die zurzeit, wenn du jetzt heute reinlaufen würdest, würde 6.600 Baht inklusive Frühstück und inklusive Club-Benefits kosten. War mir auch noch gar nicht aufgefallen hier mit diesem riesen Schmetterling im Vorbeilaufen und direkt daneben der Elefant und diese, ich glaube, das nennt man Pergola. Oh. Also den Chok Di, unseren großen Elefanten, den sozusagen den Großpapa, den kennt ihr eigentlich schon. Das ist der hier. Und dann, wenn wir auf diese Seite hier rüber gehen, ist der Sohn. Kommt gerade jemand durchgelaufen. Und dann kommen wir zu den Enkeln. Die sind hier vorne. Die stehen gerade hier. Das sind die Onkel. Das sind die Enkel vom Großpapa. Vom Großpapa. Richtig. Der ist jetzt hinter den Büschen da. Jawohl. Hat sich verschlägt. Und hier drüben kommen die Urenkel. Da laufen wir mal hin. Die Lütten da. Richtig. Man kann schon ein bisschen die Form entziffern. Also die stehen jetzt seit 3 Jahren, züchten wir die. Und der Kleine kommt langsam sogar schon gut der Rüssel raus. Das sind jetzt unsere neue Züchtung sozusagen. Das ist jetzt seit 3 Jahren ist das so rausgekommen. Ja, schön. Ja? Sieht ja gut aus. Es wird langsam. Vorher dachten wir gar nicht, dass es ein Elefant werden wird. Wachsen und gedeihen. Ja. Also einige von euch kennen sicherlich diese Beachstraße. Das ist der Zubringer vom Bahnhof. Also als unser Hotel 1923 eröffnet wurde, sind die Gäste, die meisten kamen vom Bahnhof, über diese Straße eingecheckt. Das war so die einzigste richtige Hauptstraße zu diesem Zeitpunkt. Die Gäste kamen per Kutsche oder gelaufen und sind dann über diesen Weg. Der Bahnhof ist gerade, wo ihr den Wald seht, da ist der Bahnhof. Und hinter dem Bahnhof ist der erste Golfplatz von Hua Hin, der Hua Hin Golfplatz. Und dann sind die Gäste hier gekommen und sind über diesen Eingang ins Railway Hotel eingecheckt. Die Eröffnung war am 1. Januar 1923. Und zu diesem Zeitpunkt war dies der Haupteingang. Wir gingen hier rüber nach links und dann kommt man auf das Railway Hotel zu. Also hier vor uns jetzt ist das Railway Hotel. Ihr seht, dass da 2 Gebäude sind. Also man hat das linke Gebäude bis zu dieser L-Shape bis nach ganz links gezogen. Das war das vorherige Railway Hotel. 1923 eröffnet, wie schon gesagt. Damals war es wurde genutzt hauptsächlich für Gäste, welche mit dem Zug von Bangkok nach Malaysia unterwegs waren. Zur gleichen Zeit wurde die Zugstrecke fertiggestellt, die nach Malaysia ging. Der Zug hat in Hua Hin gestoppt und hat übernachtet. Die Gäste brauchten Unterkunft. Es gab hier kleine Pensionen,
Und dann musste ein Hotel erschaffen werden. Dadurch wurde das Rewe-Hotel erschaffen. So, das Rewe-Hotel wurde am Anfang nur für die Zugreisenden benutzt. 5 Jahre später kamen dann die Schlafwagen auf. Das hieß also, dass der Zug durchfahren konnte, ohne in Hua Hin zu stoppen. Und da fing der Tourismus an. Also, und also am Anfang war es wirklich nur die Gäste, die eine Nacht hier geschlafen haben, die hier im Zug Stopp gemacht hatten. So ein Stopover praktisch. Richtig, ganz genau. Und das Rewe Hotel hatte damals 14 Zimmer. Das war eigentlich sehr, sehr klein. Es hatte einen Bankettsaal, es hatte eine Bar. Hier war die Rezeption, wenn du jetzt nach vorne schaust, das war der Eingang des Rewe Hotels. Und dieser Teil hier, wie gesagt, war nicht da. Das war eigentlich nur dieses L-Shape, was du vor uns siehst. Also ab der Brücke praktisch. Korrekt, ab der Brücke. Und das ist also der ganze alte Gebäudeteil. Richtig. So, wir haben jetzt in 2 Jahren haben wir das 100. Jubiläum. Sind wir jetzt schon im Überlegen, was wir machen werden. Also, wir sind jetzt im Museum, was früher das die Rezeption war. Wenn du mal kurz rumschwenkst, war hier der Rezeptionstresen. Und der gleiche Tresen, wie er damals war, steht jetzt hier auf der linken Seite und wird benutzt für die Kaffeetheke. Weil das ist jetzt unser Museum, wo wir am Nachmittag High-Tea servieren, Kuchen, die zeige ich euch gleich nochmal. Und hier haben wir viele Ausstellungsstücke in diesem Gebäudeteil. Zum Beispiel wurden auch in diesem Hotel damals, in den 80er Jahren, 2 Filme gedreht. Das war einmal Killing Fields, ist hier oben ein Bild davon, und The Quest mit Roger Moore und Jean-Claude Van Damme. Oh, Tradition. Jawohl. Da wurde das alte Rewe-Hotel benutzt, um diese 2 Movies zu drehen. Hier am Eck haben wir das alte Switchboard von 1923. Also es ist schon ein kleiner Unterschied, was heute und damals, wie sich die Technik verändert hat. Ja, somit wurden halt die Verbindungen gelegt in die Zimmer. Der Anrufer kam hier rein und dann wurde in die Zimmer verbunden. Aber rein hausintern. Rein hausintern, ja. Aber wie gesagt, das ist auch hier beschrieben, das Hotel-Telefon 1923. Und hier in dem Museum hast du noch viel altes Geschirr, alte Gläser, Porzellan, Bilder alte von Fotos damals, gesehen, richtig. Ganz genau. Als der König uns besucht hat, Rama 9, war in 2 Occasionen hier. Hier seht ihr dann diesen Rezeptionstresen, den ich gerade erzählt habe, wie er dann hier stand. Und jetzt benutzen wir ihn als Kaffeetee. Und dann zeige ich euch gerne nochmal das Kriegdisplay. Aber dass der Chef jetzt nicht da ist, das hätte ich gerne nochmal dazu. Also der Küchenchef mal natürlich. Also hier. Das ist unser Angebot für heute. Wechselt täglich? Wechselt täglich. Und zurzeit haben wir es nur am Wochenende auf. Also? Leider. Also es ist nur in der Woche ist nicht geöffnet. Es liegt immer an der Belegung. Aber jetzt übers Wochenende haben wir gute 60% und da haben wir es dann. Also so Kuchen, den habe ich schon mal hier mitgenommen für zu Hause. Ja. Und kann ich wirklich empfehlen. Gut. Also viele Europäer lieben es, auch die Thailänder natürlich, hier zu sitzen und dann einfach mal am Nachmittag ein Buch zu lesen und Kaffee und Kuchen zu trinken. 1939. Deutsche Welle aber. Und sie schlägt immer noch. Zu jeder Viertelstunde. Da im Fenster, ich hoffe zu erkennen, das Wappen der staatlichen Eisenbahn. Okay, hier nochmal der Garten von der ersten Etage. Und wenn wir uns jetzt nach links drehen, zeige ich euch noch eine tolle Sie im alten Gebäude. Gerade hier vorne. Okay, so das wäre unsere letzte Suite für heute. Das letzte Zimmer bei der Besichtigung. Das ist die Rewe Suite. Das ist im historischen Rewe Flügel. Also dies ist wirklich, man kann sagen, das fast historische 1923 vom Rewe Hotel.
viel Holz. Ist ein bisschen verriegelt. Ist wieder ein Walk-in-Schrank, begehbarer Schrank. Und dann kommst du hier links und rechts in das Schlafzimmer. Also die Terrasse ist natürlich der Hit, nicht nur von der Aussicht her. Man sieht gar nicht mehr Grün-Gold. Auch riesengroß. Und wieder eine tolle Sicht über den Garten. Und dieser Weg hier vorne, der führt dann runter zum Kurs, zur Sala, und dahinter ist dann das Meer. Also der Preis für die Rewe-Suite, wenn du heute reinläufst, Herbert, würdest du dann 5.800 Baht bezahlen. Inklusive Frühstück, inklusive Club-Benefits. Preiswert. Denke ich auch. Schnäppchen. Also für das, was du bekommst, ganz sicher. Ja Leute, heute habe ich nichts zu sagen. Die beiden wollen die Abmoderation machen. Also legt los. Eigentlich weniger Abmoderation. Eigentlich wollen wir jetzt nur noch in die Rezeption nehmen. Weil wir merken schon so ein bisschen, er wird nervös. Das ist, weil das geht am Ende zu, ja. Und er muss jetzt auschecken, und bevor er einfach abhaut, ja, nehmen wir ihn einfach mit. Wir hoffen, ja, euch hat alles gefallen. Ja. Und bucht uns bitte. Also Sentara Grand, Hua Hin. Bis bald. Also tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.